Hi und herzlich willkommen. Hier ist der Gonzo von Let's Watch und ja, heute mal mit einem kleinen anderen Thema. Es geht natürlich um Battlefield 4, aber heute mal um ein Assignment. Es geht um das Premium Assignment Phantom Trainee und ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, wie kommt ihr dahin, was müsst ihr dafür tun, damit ihr halt in dieses Premium Assignment reinkommt. Ja, also es ist nicht einfach so ohne weiteres möglich und ja, ich zeige euch das jetzt eben mal. Und ihr geht dafür, wenn ihr in eurem Battlelog seid, einmal auf das Leaderboard. Und dann habt ihr hier unten in der Ecke einen kleinen Totenkopf. Einfach mal draufklicken. Und dann kommt ihr in diese Konsole. Ja, wird alles dann angezeigt, wird ein bisschen runtergerattert. Und da müsst ihr zwei Passwörter eingeben. Welche Passwörter das sind, das werde ich natürlich in die Videobeschreibung reinpacken. Und ich werde es jetzt auch nochmal sagen. Das erste Passwort ist Bump in the Night. Wird zusammengeschrieben. Und das zweite Passwort, was ihr braucht, ist Epic Dream Worlds. Ja, gut. Wenn ihr diese beiden Passwörter eingegeben habt, dann kommt ihr in diesen Bildschirm, wo steht Standby for Further Instructions. Und dann geht es erstmal da nicht weiter. Ich denke mal, da kommt dann wieder was mit dem nächsten, mit der nächsten Freischaltung vom nächsten Add-on. Mag sein, kann sein, muss aber nicht. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Aber wir werden es sehen. Also, wenn ihr dann in diesem Bildschirm seid, dann braucht ihr nur noch dieses Kreuzchen zu klicken. Das ist ja auch wieder mal ganz einfach. Und dann könnt ihr über Soldier und Assignments, könnt ihr dann einmal gucken, hier unten links, unter Gold Assignments, habt ihr jetzt dieses Phantom Trainee Programm. Ja, also dieses kleine Zeichen für das Phantom Trainee Assignment und steht dann auch, was ihr da machen müsst. Jetzt in dem Fall sind es 200 Kills mit der Pistole, 20 Kills mit dem Jet und 2 Shotgun Ribbons in einer Runde. Eigentlich easy, geht man mal auf den Metro-Server, dann hat man die 200 Kills mit der Pistole quasi schon weg. Und naja, vielleicht nicht ganz 200 Kills, aber ihr werdet schon einige Kills mit der Pistole machen können. Und die Shotgun Ribbons auch easy going, wie gesagt, über Metro. Das ist ja eigentlich die Map, um Waffen zu skillen, also geht das da auch. 20 Kills im Jet geht man so auf Suppository, ja, und fliegt ein bisschen durch die Gegend, schießt mal Jets ab, dann hat man das Ding auch. Also theoretisch nicht so schwer, sich diese Phantom Camo freizuschalten, aber es bedeutet natürlich auch Arbeit. Also man hat das nicht in einer Stunde gemacht, den ganzen Kram, wenn man nicht gerade irgendwie ein Pro-Gamer ist, der die ganze Zeit sowieso durchrattert wie so ein Zuckerkranker. Gut, das zu dem Thema. Wie gesagt, euch die Passwörter packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung rein. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Von mir nochmal persönlich. Viele Grüße bitte nach Costa Rica an meinen Kumpel Adrian, der jetzt wahrscheinlich schon im Bett liegt und pennt. Ich habe sein T-Shirt erhalten. Also er weiß schon, was ich hier rede. Ich muss kein Englisch sprechen oder Spanisch, um jetzt mit ihm zu labern. Und ja, herzlichen Dank für dieses geile T-Shirt. Ja, ich trage es in Ehren. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ja, probiert's aus. Seid Premium-User für dieses Assignment. Anders geht's nicht. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.